willkommen zu einem neuen Random Pack Opening, wo wir einiges Neues, auch einiges bisschen Älteres mit dabei haben und 12 Booster, das heißt, wir werden ja eine kleine Challenge machen und zwar heute zusammen mit meiner Frau. Und heute ist auch noch ein ganz besonderes Datum, aber darüber reden wir gleich am Tisch. Und ich erwarte nicht, dass wir so insane ziehen wie beim letzten Mal. Das wäre krass, ich würde gerne ganz normal ziehen, das wäre okay. Letztes Mal war halt der Wahnsinn, wenn wir das nochmal toppen können, das glaube ich nicht, möchte ich auch gar nicht. Das ist schon sehr unverschämt gewesen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal einfach ein gutes durchschnittliches Opening haben. Gutes durchschnittliches Opening haben. So, legen wir los. So, da sind wir beim Tisch und heute ganz besonderer Tag für dich. Geburtstag. Finde ich mega. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das zweite Mal ist, dass ein Geburtstag ist oder das dritte Mal. Ich hatte schon einmal gehabt, irgendwie 2014, glaube ich, oder 15. Achso, ich wollte gerade sagen, es ist mein 27. Ja, nein, aber bei mir, dass bei mir ein Geburtstag da war und jetzt ist es bei dir. Daher bin ich mal gespannt, ob dir das Glück bringt oder nicht. Ich hoffe doch. Soll ich anfangen? Ja, das wünsche ich mir zum Geburtstag. Gut, Circuit Break. Legen wir los. Break it, break the circuit, do it. F.A. Whipcrosser. Mr. Sternboy, Nixon-Rüstung Abyssnaierei, Aufprall des Weltvermächtnisses, Trickster Narkisse als Rare, Autorakete-Drache als Super Rare. Das ist nicht so spannend. F.A. Turbolader, Mecha Phantomungeheuer Reiten und Längling. Hat jetzt noch nicht ganz so viel Excitement ausgelöst, aber nee. Jetzt bin ich ja dran. Und wir haben, oh, um Gottes Willen, Lyrik-Liedervogel vortragender Star. Amazonischer Schoßtiger, defekter Compiler, persönliches Spoofing, alter Geist, Urbanshee. Oh, Banshee, oh, Banshee, ja. Die kannst du mit rauslegen dann in die Mitte. In die Mitte. Ultra rare, ja. In die Mitte. Schatten über dem Weltvermächtnis, Schwendschrecken. Strikes. Ich versuch's nicht. Amazonische Spionen und FA Boxen, Stopp. Also die Ultra, die wird niemals gespielt in dem Deck und keiner interessiert sich für die, aber es ist eine Ultra. Ja, ist besser als nichts. Ja, heute nehmen wir alles. Ja. Wir feiern alles. So, Dimension Force. Alte Kriegersage, Täuschung und Verrat. Überraschungskette. Manischer Prügler. Therion Schnitter Fum. Libromant Mysti-Mädchen. Als Super Rare. Yamatako Orochi. Raubpflanze Ambulomelidis. Lichtgesetz Mittel und hartnäckiger Verfolger. Schnitter steht aber für Reaper bei Yugi. Ich bin auch ein hartnäckiger Verfolger. Ich glaube, er ist wirklich kein Reaper, glaube ich. Und viel hin. Medium des Kriegsfelsens. Algul Macera. Therion Bulle ein. Raubpflanze Blisp. Heroischer Gesandter. Heroischer Champion, Jan Graper. Umkehrdose, Eisjade, Fluchverzehrender, Sarko, Fagus. Da war jetzt nichts Spannendes mit dabei. Ist nichts Spannendes. Aber die Rare und die Super Rare kannst du trotzdem rauslegen. Dann kommen wir zu Amazing Defenders. Machen wir eine Amazing Verteidigung hier. Ich Rare. Ach stimmt, da gibt es ja keine Rares. Ja, du hast recht, eben hatten wir mit eins angefangen, wo es noch Rares gab. Rettungsass, Flugheber, XC-Stammesrivale, Mikanko-Rivalität, Eindämmen. Begrenzter Entferner, glückliche Pearly-Erinnerung und Rettungsass-Feuermaschine. Rettungsass. Jetzt haben sie mit UA perfektes Ass auch, da haben sie aber Perfect Ass auf Englisch genannt. Das ist leider sehr gut. Kartenkavallerist, bewaffneter Beschützerdrache, Flammenedelritter Roland, Vorbereitung der Riten, Rettungsass-Flugheber. Maschinenduplizierung und Epureli Pummelig. Der ist ja niedlich. Warum kenne ich den nicht? Das sind die Purelis. Die sind sweet. Warum wurden mir das vielleicht die alle auf den Chart? Auf den Rarehaufen, ja. Okay. Warum wurde mir von denen nichts erzählt? Doch, haben wir doch. Purely habe ich, glaube ich. Habe ich die? Okay. Die haben wir dir schon gezeigt. Die kenn, aber die sind halt keine Doggos. Ja, aber sind trotzdem niedlich. Ja, Capiponica, mystisches Ungeheuer des Waldes. Der ist auch gut. Gusto Vedia, Dispia, Theater der Markierten, Sambel, die Sternbinderin. Dann haben wir Wolofeningis, der finstere Drachenuntergangsreiter. Das ist genauso wie mit diesen Arbeiterdrachen da, Wolo. Magieschlüssel Duo, Käferkavallerie fliegt und sticht, Magieschlüssel Entriegelung und Pasosule. Fliegt und sticht, so. Ja. Bei mir ist ja noch nichts Amazing-mäßiges hier gezogen. Also nichts aus Amazing Defenders, was Amazing war. Nee, wir sind ja auch gar nicht mehr bei Amazing Defenders. Nee. Gedankensammler Drache, Drachenlerche, Byron. Oh, du hast wieder ein Vanille. Oh Gott.
Erstmal muss ich den Namen hinkriegen. Klavikis ist es. Klavikis, danke schön, der Magieschlüssel Himmelsprenger. Sprenger, oh Gott. Jeder steckt voller Möglichkeiten. Alles, was du tust, gehen, stehen bleiben, öffnen, schließen, liegt in deiner Hand. Es gibt viele Türen in dieser Welt. Um sie zu öffnen, brauchst du den Magieschlüssel. Zwei Schlüssel und eins Tür. Zwei Geister und eins Körper. Sobald die Türen offen sind, sind die Welten verbunden und die große Kraft wird erkenntlich. Außerirdischer Schleicher, Tinwinkelruf. Ja, ich weiß auch nicht, wie man den nennt. Gerald oder so vielleicht? Tinwinkelruf. Rückenwind von Gusto, Dimer-Synthese. Fliegender roter Karpfen, auch sehr gut. Also für mich, Magieschlüssel-Duo. So. Wenn ich sehr gut sage, man weiß mittlerweile, was das bedeutet. Sweet. Tactical Masters. Tactical Masters. Fallentrick. Labyrinth Kukur. Astrograph Zauberer. Valence Wutmarkie. Antimagischer Duft. Kosmos-Zyklon. Zwei gute Rares. Und dann haben wir Gary, die runischen Zähne. Guck mal, Doggo. Die runischen? Ja. Der ist sehr cool. Ja, den hast du auch, ne? Den habe ich ja gegeben damals, glaube ich, den Gary. Das kann gut sein. Ja. Ich habe erst die ironischen Zähne verstanden. Der kommt hier auf den Doggo-Haufen. It's the first Doggo. It's the first Doggo. Wir wollen das Video, dass es auch noch weiterhin monetarisiert bleibt. Ich glaube, ich singe nicht so gut, dass die GEMA das claimt. Labyrinth Kuckuhr. Runischer peinigender Sturm, kaiserliche Eisenmauer, absoluter König Düsenjack, Kummer des Unterweltners, Labyrinth Erzunterweltner und Labyrinth Sterrfeuer. Nope. Aber gut, letztes Mal hatte ich auch so viele gute Karten gezogen. Kein Wunder, dass es ein bisschen so Pause ist. Wir haben doch noch was. Sei doch nicht so. Ja, aber es wird nicht so amazing wie letztes Mal. Das war halt crazy. Ja, das sagst du jetzt. Gitarren Gurnards Duonigis, Feenbogenschützin Igona, Springans Pedor, Springans Rocky, S-Kraft Platina. Als Ultra Rare. Ich glaube, die beiden geben sich nicht von der Playability. Pendelzugabe, S-Kraft Exemplar, Synchro-Übertragung und Springer 6 müssen nur noch fallen am Ende und am Anfang nur Monster. Ja, ist doch schön, wenn das schon sortiert ist. Ja, das ist ja amazing hier. Bisher haben wir beide noch nicht so crazy gezogen. Ja, du musst doch die Leute hier bei der Stange halten, ja. Das machen die alle aus. Sagenhafter Marcosia, Feenbogenschützen, Inguna, bewaffneter Drachenbiss, Gitarren, Gurnards Duoniges, S-Kraft Rava Shiomaru. Ich wusste gar nicht, dass da eine Secret Rare S-Kraft-Karte drin ist. Ja. Hat schon total vergessen, aber es ist wahrscheinlich auch nicht insane, aber ja, die kann man rauslegen auf jeden Fall, sind Secrets. Tue ich. Tour der Virtualwelt, Shangwu, Unterwelter Stab der Verzweiflung, Springens, Explosion! Stahlsternregler. Oh Gott, ich kann heute echt nicht lesen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir die überhaupt gezogen haben. Gott, das ist schon so lange her. Ja, siehst du, vielleicht habe ich sie ja auch einfach gezogen. Wurde der überhaupt reprinted? Ich weiß es gar nicht. Magnificent Mavens. Genau, die nehmen wir untereinander, damit wir ein bisschen sind. So. Da hier können ein paar coole Ultras dabei sein. Da. Talent der drei Taktiken. Gleich die beste Ultra-Rare aus dem Set quasi. Angeber. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das letzte Mal, dass ich mit The Envoy das gemacht habe, also vor zwei Malen, habe ich auch Talent der drei Taktiken gezogen aus dem Set. Wow, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Draco Necro, der Niederseelendrache. Schwertseelen, Stratege Long Yuan, Albtraumritter Cerberus und Shiranui Solitaire. Alles trotzdem sehr gute Karten. Der eine muss auf den Doggo haufen. Also Cerberus, ja stimmt. Cerberus ja, der ist so playable, deswegen vergesse ich, dass er auch Actual Doggo ist. Er ist ein Actual Doggo. Hexwerkerin, Vizemadam, Himmelsjäger, Essicke, Dracoberg, der Reitdrachen, metallisch reflektierender Schleim und Hajun, der geflüchtete Mayakashi. Nichts amazing da dabei. Gar Invasion nichts. Vengeance. Tristron Prasiöte. Künstlerkumpel ausgeflipptes Nilpferd. Beschwörungstor. Schmuckkästchen der Pandora. Weltall-Dragster als Rare. Und Spiral-Generalplan. Quistis aus Final Fantasy VIII. Band. Geschenkkarte. Schummeln verboten. Und Aromaseraphie Engelswurz. Ja. Passend zum Geburtstag, die Geschenkkarte. Das wäre richtig cool. Das ist eine Karte für so komische. Ich glaube, das war Burnout die Case oder so, weil man dann Gegner extra noch ziehen lässt, damit er dann noch mehr burnen kann und sowas. Polychemiewesen Hydragon, Chemiewesen Cabo Crab, Blumenstapel, Künstlerkumpel Laune Katze, Spiora Resort,
Graulienkampf, Christron, Smiger, Paläozoische Lichern, ja scheiße. Lernquilie. Nee, danke. Mare Mare. Ja. Beides Spiral Super Rares. Die eine ist wesentlich banned, die andere war lange Zeit auf 1. Ich weiß gar nicht, wie viele auf 2? Battles of Legend Crystal Revenge, Flugreflexionspuppe, Schwarzflügel Gale der Wirbelwind, Regenbogenbrücke, die haben noch so kleine Dinger, Amazonische Halle und entwickeltes Kristallungeheuer Rubinkafunkel. Warte mal, ah ne, der Rubinkafunkel hast du als Booster, aber ich hab's aus Topastiker gezogen. Mal sehen, ob es bei dir umgekehrt sein wird. Oh, das wäre schön. So, das geht alles dahin. Das wäre so ein Zeichen. Ich weiß nicht, was für eins, aber oh Gott. Ich hab's heute nicht drauf. Egal, ich hab Geburtstag. Schwarzflügel, Simoon, der Toxinwind. Buntäugiger Rebellionsdrache. Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Kristallungeheuer Bernstein Mammut. Zugangskodiersprecher. Sehr guter Pull. Sehr guter Pull. Sehr gutes Secret Rare Set. Sehr schön. Die legen wir auf jeden Fall raus. Damit überholst du mich auf jeden Fall diese Instant. Sehr schön, sehr gut. Sehr schön, sehr. Jetzt wird das Opening wieder richtig gut. Jetzt haben wir fast einen Schnitt aus dem Display gezogen. 2 Secrets und fast 4 Ultras. Photon Hypernova. Ja, und jetzt, wir haben sogar noch Booster. Das ist doch, ja. Wir können das noch alles rausholen. Ja. Abgrundskript Dramatische Geschichte. Dynamondo. Vala sei der Generator Bosse. Abgrundschauspieler Freiheitsautorin. Goldstolz Nitro-Kopf. Riesiges Ballspiel. Chaos Ungeheuer, das ist ein Dogon, glaube ich, ne? Oder war das so ein Mix? Das ist der Kopf. Weiß ich gar nicht. Ich habe den, glaube ich, nicht in meiner Sammlung drin. Habe ich den nicht gegeben und dann habe ich gesagt, ist das maybe so ein Cerberus-mäßiger? Das ist ein Dual-Köpf? Uff, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich musste mal nachgucken. Würden wir den jetzt zu den Dogos tun oder nicht? Ich würde ihn dazu tun, jetzt so vom ersten Blick. Würde ich auch ohne sagen. Ohne Recherche, ohne alles. Mentaler Empfänger und gigantisches Donnerkreuz. Einfach nach. Ja, da fühle ich aber sehr gut von der Sweetness her. Vom Sweetness-Level bin ich hier ja, over 9000. Vom Doggo-Level, von der Sweetness. Ich habe hier ich hab das Pur-Ding da. Ich habe vergessen, wie das Purely. Hieß. Ja, das da. Das Pur-Ding. Ich habe ganz viele Tiger und so ein Kram. Wilder Tiger, Mungu, Yagura, Maru, der Panzerungs-Ninja. Markiert, wiederfahren. Schreckensklaue Kastil. War das da nicht auch einer eigentlich? Den hab ich, glaube ich, auch. Das ist auch quasi ein Cerberus, ne? Goldstolz, die Menge spielt verrückt. Noch eine Secret, auch wenn es nicht ein Amazing Secret ist, nehmen wir mit, denn die Menge spielt verrückt. Galaxie 100, Photonenkaiser. Saure Verspätung, roter Essig, Eiltransport. Egal, ich hinterfrag hier gar nichts mehr. Kastiere Urknall. Den kannst du rauslegen. Ich finde es interessant, dass wir aus den Hauptsets Ultras und Secrets ziehen, aber die besten Karten sind aus den Nebensets mit den garantierten Karten Ultra und Secret. Brothers of Legend, komm hier nochmal ein Forbidden Droplet oder so. Ja, mach doch mal. So. Wir haben Kuriborn. Yeah. Auf Ziasenal Senmayo. Mission Kaijufang. Eyeshow. Und Alter Geist Memorigant. Nee, die ist nicht cool. Nee, die ist nicht cool. Die mag ich nicht. Oh Gott, das. Ja, elektrostatische Ladung. Elektrostatisch. Eisspiegel. Betäubende Magierin. Rangsteigerungszauber Silberchaoskraft. High linke Hand. Lieder Vogel. Schlag. Vogel. Ja. So viele Vögel. Ich bin auf den zweiten Vogel mich gestolpert. Phantom Rage. Phantom Rage. Zeus, komm schon. Wir möchten Götter sehen heute. Achtung, Amor. Ewig Infernale Wildkatze, guck mal. Auch Starbrigade Rugal der Silbergranatenschütze. Das ist ein Doggo. Das ist auch ein Doggo, ne? Das ist ein Doggo. Panzer der Virtualwelt, ja. Doppelavatarfüße. Koko. UA Umkleideraum, Boxender Panda, UA wichtigster Spieler und Mutant GB88. Ja, jetzt kannst du nur noch mal was drauflegen, also aufholen werde ich dann jetzt nicht mehr. Ist auch okay, weil du hast ja Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, ich wollte es nochmal betonen. Kirin, der wird Avet Lili. Kirin war ein Pferd quasi, ne? Oder ist es hier ein Goat oder so? Ja, ich glaube irgendein Pferdmäßiger. Stimmt, Pferd, ja, genau. Geonator, Vertauscherin, Erwachen der Besessenen, Rasendrio, tapferer Pinguin. Mutant Ungeheuer. Das ist eine gute. Ich glaube, den habe ich bei Dorgos mit drin.
Digga, kennt man da überhaupt irgendwas auf dem? Nö. Ewig Infernal Sperrfeuer, Perialis Kaiserin der Blüten, 1 oder 8. UL wichtigster Spiele. Wenn du dir zu Dogs legen willst, kannst du das tun. Ich bin mir nicht sicher, irgendein Mutant Ninja Turtle habe ich bei den. Du entscheidest, ob du ihn dazu legst oder nicht. Ja, ich lege ihn dazu. Gut, komm, dann würde ich sagen, machen wir den Recap. Wir steigen erstmal mit den Rares ein. Da haben wir Weltall Dragstar, Falltrick. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ich wollte gerade sagen, muss ich die jetzt alle nochmal lesen? Das sind die Rares, da sind ein paar gute dabei. Dankbar, dass ich hier nichts mehr vorlesen muss. Dann kommen wir zu den garantierten Holos, die nicht so cool sind. Ist das alles ein Stapel jetzt? Das ist bei mir ein Stapel, ja. Ob das jetzt Secret oder nicht ist, ist mir relativ egal. Okay, ich hab. Da sind mal ein paar gute Karten mit dabei. Ach, irgendwie Karten. Hier sind so ein paar Sachen dabei. Sie haben Bilder und. Wollen wir Farben. Mit den Doggos oder mit den coolen Karten anfangen, die von den Experten als cool befunden worden sind? Lass uns mit den Doggos anfangen, weil ich einfach. Dann nehmen wir die auch schon mal aus dem Bild. Damit keiner gespoilert wird. Ja, dann steigen wir mal ein mit den coolen Doggos. Da habe ich zwei Common Doggos, Chaosungeheuer und Starbrigade Rugal, der Silbergranatenschütze. Du hast auch eine Common? Nee, das ist Achso, die Common. Ich hab gedacht, wir fangen mit den coolen. Ich habe den Schreckensklaue Kastierer, von dem ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher bin, ob ich ihn als Doggo klassifiziert habe. Ich glaube aber schon. Naja, die Schreckensklaue sind ja alle Doggos. Ja, deswegen aber der sieht jetzt nicht ganz so. Ja, weil er mit Kastierer gemischt ist, aber das trotzdem ist. Dann ist Kastierer sehr hässlich. Ja. Okay. Das ist mit dem Fenrir auch, der auch einer ist, aber der auch ein bisschen mehr geht. Dann Giri, die ironischen Zähne als Super Rare, du hast ja auch eine. Schon wieder die ironischen. Ich habe das Mutant Ungeheuer auch bei dem nicht ganz sicher, aber wir sehen ihn heute. Aber auf jeden Fall sicher ist der Albtraum wieder Cerberus. Der ist Dual-Doggo-Type. Mega. Sogar. So, und dann kommen wir zu den coolen Karten. Wo hast du deinen coolen Stapel? Ich hab meinen coolen Stapel hier. Dann steigen wir erstmal ein mit den Ultra Rares. Da habe ich eine S-Kraft Platina gezogen und ein Talent der drei Taktiken. Und ich hab Banshee. So, ich habe sonst nichts mehr. Den Rest kannst du nachlegen, Achso, Secret Rares. Ich hab noch Goldstolz, die Menge spielt verrückt. Und den Zugangskodiersprecher und die S-Kraft Rabashiomaru. Ja, definitiv easy win für dich. Da kann ich nicht mit ankämpfen. Aber du hast gewonnen auf der Doggo-Side. Auf der Doggo-Side habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir wünschen dir alle natürlich noch einen schönen Geburtstag. Und mehr Geburtstags-Openings gibt wieder gute Puls, glaube ich. Und ja, das war's dann hier von uns. Und hier braucht man nicht mehr entscheiden, wer gewonnen hat. Jule definitiv. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.